Max hat starke Zahnschmerzen. Seine Mama beschließt, mit ihm zum Zahnarzt zu gehen. Aber Max hat große Angst. Sein Bruder hat ihm von dem Bohrer erzählt. Da wird Daniel zu Hilfe gerufen. Er ist Narkosearzt und sorgt dafür, dass Kinder bei der Behandlung schmerzfrei schlafen und sich an nichts erinnern. Die Mama von Max vereinbart bei ihrem Zahnarzt einen Termin zur Zahnbehandlung mit Narkose. An diesem Tag wird Daniel gut auf Max aufpassen. Vorab telefoniert er nochmal mit der Mama und erklärt ihr ganz genau, wie die Narkose abläuft. Wichtig: Max darf 6 Stunden vorher nichts essen und 1 Stunde vorher nichts trinken. Von seiner Mama bekommt der Bub ein Zauberpflaster. Das betäubt die Haut, sodass er den Stupser mit der Nadel nicht spürt. Beim Zahnarzt bekommt Max von Daniel einen Zaubersaft. Er wird ganz müde. Im Aufwachraum wird Max wieder wach. Ganz ohne Schmerzen. Nach 1 bis 2 Stunden darf er schon wieder nach Hause und erzählt seinem Bruder, dass der Bohrer gar nicht schlimm war.